Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Star Wars Galaxy of Heroes. In meinem heutigen Video möchte ich euch nochmal den Galaktischen Krieg zeigen. Ich habe seit circa einer Woche auf Finn das Zeta drauf, auf seine Anführerfähigkeit, das den Widerstand für den Galaktischen Krieg extrem interessant macht. Nicht nur da, das Widerstandsteam ist natürlich auch in den Raids extrem interessant, da fehlen mir aber bei Finn, beim Widerstandstruppler, unter anderem noch die Sterne, um sie im Raid momentan schon einsetzen zu können. Deswegen nutze ich sie momentan nur im Galaktischen Krieg. Wie ich damals schon beim letzten Video gesagt habe, ich bin ein bisschen abergläubisch. Ich fange immer mit diesem Team an, den Galaktischen Krieg. Einfach in der Hoffnung, dass sich nichts an meinen Broken Notes ändert. Ich habe inzwischen zwei Broken Notes, die letzten beiden. Ich glaube nach wie vor, dass das bei mir mit dem Arena-Team zusammenhängt, weil die der vorletzte Knoten ist bei mir seit, ich glaube, 3 Tagen auch ein Broken Note, das seitdem ich mein Arena-Team umgestellt hatte. Und die Umstellung von meinem Arena-Team sah so aus, dass ich Shiro rausgenommen habe und dafür General Kenobi reingenommen habe. Das heißt, ich habe ein Team aus Commander Luke Skywalker, R2-D2, Han Solo und R2-D2 mit allen Zetas, die möglich sind. Und hatte dazu noch Base und General Kenobi eben drinnen, alle auf Gear 12 ausgestattet. Commander Luke ohne ein Zeta. Seitdem ich das Team drin hatte, habe ich eben zweimal Broken Notes am Ende vom Galaktischen Krieg. Ja, wie funktioniert das Resistance-Team? Das Entscheidende, dass das Team so gut funktioniert, ist die Anführerfähigkeit oder ist unter anderem die Anführerfähigkeit von Finn eben. Was macht die Anführerfähigkeit von Finn das an dem Team so interessant? Jedes Mal, wenn ein Gegner Schaden durch Entblößen erleidet, werden zum einen die Abklingzeiten um 1 reduziert und zusätzlich erhält das Team 35% Zugleiste. Das heißt, man arbeitet hier sehr, sehr viel mit dem Zugleistengewinn im eigenen Team und damit, dass man eben mit Poe die Zugleiste entfernt und auf der anderen Seite eben Zugleiste gewinnt und man versucht eben so oft wie möglich den Gegner mit Entblößen zu belegen und eben den Gegner mit Entblößen Schaden zuzufügen. Die eigentliche Basis für das Team, damit das so gut funktioniert, sind eben Finn aufgrund seiner Leaderfähigkeit und seiner dritten Spezialattacke, wo er den Gegner zum einen stunnen kann, aber eben auch den Gegner entblößen kann. Dazu kommt Poe, der mit seiner zweiten Fähigkeit, mit seinem Taunt, den er macht, zum einen, wenn er den Gegner, den er anvisiert hat, hat er eine Chance, ihn mit Buff-Immunität zu belegen. Das zeige ich später noch oder erkläre ich später nochmal, warum das recht wichtig ist. Und zusätzlich aber auch hat er die Chance, die Gegner Zugleiste zu entfernen, 25%, und sie mit Entblößen zu belegen. Also und hier auch die kompletten Gegner mit Entblößen zu belegen. Das ist davon abhängig, wie gut die Effektivität von ihm ist. Dazu ist noch sehr wichtig der Widerstandstruppler, der auf seiner Basisattacke auch die Chance hat, den Gegner zu entblößen. Und das ist ja das Ziel, was wir hier haben, den Gegner möglichst oft zu entblößen. Ich habe noch dabei den Widerstandspilot oder Pilotin. Die hat auf ihrer Spezialattacke die Chance, den Gegner zu entblößen. Dadurch, dass man ja eigentlich immer wieder Schaden mit durch Entblößen macht, klappt es normalerweise relativ gut, dass sie die gesamte Zeit immer die Spezialattacke nutzen kann. Genauso wie es auch meistens ganz gut funktioniert, dass eigentlich der Taunt von Poe jede Runde bzw. spätestens jede zweite Runde wieder verfügbar ist. Das heißt somit, ich habe hier normalerweise 4 Runden Abklingzeit, dadurch, dass die Abklingzeit aber reduziert wird, ist es das Ziel, spätestens jede zweite Runde wieder die Fähigkeit zu verwenden. Was ist noch wichtig? Ich habe hier gerne R2 mit dabei, zum einen, weil er aufgrund seines einen Zetas ja die unter anderem Effektivität auf das Team weitergibt und was auch hier gerade im Galaktischen Krieg relativ interessant ist und relativ wichtig ist,
wenn R2 seinen Nebel verwendet und alle getarnt sind, kann nicht gekontert werden. Man hat ja im Galaktischen Krieg durchaus relativ oft Gegner mit dabei, die kontern, sei es durch Commander Luke Skywalker Leads oder eben auch andere Gegner, die kontern können. Da ist es dann natürlich eine ganz angenehme Fähigkeit, wenn die Gegner eben nicht kontern können. Was ist noch wichtig? Gerade im Galaktischen Krieg sollte man halt ein bisschen darauf schauen, dass man die Fähigkeit, ich sage einfach mal, sinnvoll einsetzt. Wichtig ist, immer zu versuchen, dass Poe am Anfang der nächsten Runde, also des nächsten Knotens, auf dem man ist, auf jeden Fall seinen Taunt frei hat. Wenn man das mal ein bisschen gespielt hat, das Team, dann finde ich, kann man auch relativ gut abschätzen, je nachdem am Ende vom Kampf, kann ich ihn schon einsetzen, arbeite ich lieber mit meiner Basisattacke, um eben den Cooldown hier auf jeden Fall beim nächsten Mal reduziert zu haben. Was an dem Team, so wie ich das Spiel, auch noch ganz spannend ist oder ganz interessant ist, ist über R2-D2 und auch über Finn habe ich die Möglichkeit, habe ich zweimal die Chance, den Gegner zu stunnen. Das heißt, ich bekomme es hier auch relativ häufig hin, dass im Endeffekt das komplette gegnerische Team gestunnt ist und damit auch die Gegner überhaupt gar nicht zum Angreifen kommen. Es gibt ja ein paar Videos schon von englischen YouTubern, die den kompletten Galaktischen Krieg spielen, ohne auch nur ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Das ist bei mir momentan noch nicht möglich. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Mods, die ich habe, und auch der G-Level hier einfach bei weitem noch nicht ausreichend ist, um das zu schaffen. Man hat es ja gesehen, gerade am Anfang, erste Runde, hat meine Pilotin gleich Schaden genommen, weil einfach das ganze Team zu langsam ist. Wobei ich insgesamt, muss ich sagen, ganz zufrieden bin mit dem Lauf heute, den ich hatte, weil er echt ganz gut funktioniert hat. Was ist noch zu sagen, was ist noch wichtig, welche Tipps kann ich euch hier an der Stelle noch mitgeben? Ich versuche immer, wenn ich den Taunt von Poe verwende, möglichst alle Gegner Schritt für Schritt auch mit Buff-Immunität zu belegen. Am wichtigsten ist in meinen Augen als erstes natürlich die gegnerischen Tanks zu belegen mit Buff-Immunität, wie in dem Fall hier zum Beispiel, dass man eben Chewie belegt, falls er doch an die Reihe kommen sollte, was jetzt hier nicht der Fall gewesen ist, aber was ja theoretisch sein könnte, dass er eben die Buff-Immunität drauf hat. Ja, ansonsten ist es eigentlich immer nur ein Spiel zu versuchen, möglichst das Entblößen drauf zu haben, Entblößen zu erneuern und so weiter. Genau, und wie man hier eben auch schön sieht, eigentlich sind die Spezialfähigkeiten fast immer frei und können fast immer benutzt werden. Ich denke, ich habe grundsätzlich das Wichtigste soweit zu dem Team und zu der Funktionsweise gesagt. Ich werde jetzt mit den Kommentaren weitestgehend aufhören, werde nur noch dann ein bisschen was dazu sagen, wenn es in dem aktuellen Kampf was gibt, was vielleicht wichtig gewesen ist. Hier bei dem Team, was ihr jetzt seht, das ist das einzigste Team, was ich leider nicht mit meinem Widerstandsteam geschafft habe. Das hängt einfach damit zusammen, dadurch, dass Base die ganze Zeit am Taunten ist, habe ich es nicht geschafft, die Zugleiste zu gewinnen über den Schaden, der eben über das Entblößen gekommen ist. Es gibt eine Möglichkeit, wenn der Widerstandstruppler voll ausgebaut ist, beziehungsweise die Spezialfähigkeit vom Widerstandstruppler voll ausgebaut ist, dann macht er auf seiner Spezialattacke, hat er neben der Chance, den Gegner mit Speed zu debuffen, hat er auch die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit, entfernt er die Taunts vom Gegner. Nachdem ja Base ein Autotaunter ist, der sozusagen, also der ja von Anfang an immer spottet, werde hier eben die Möglichkeit, ich blende das jetzt gleich kurz ein, genau, das ist dieser Opportune Strike, auf der letzten Stufe eben das bellte alle Buffs auf dem Ziel. Das heißt, somit hätte ich dann die Möglichkeit, ich könnte hier den Taunt wegbekommen. Ich habe es hier noch ein zweites Mal probiert und habe dann
unter anderem auch versucht, die Gegner über, genau eben hier über das Burn von R2, da die Zugleiste zu gewinnen und so weiter. Hat dann da aber letzten Endes nicht geklappt. Wie gesagt, wenn man das drauf hat, hätte ich hier den Torn von Base runterbringen können und dann hätte das Prinzip auch funktioniert und ich hätte, denke ich mal, die Runde auch geschafft und hätte hier tatsächlich den kompletten galaktischen Krieg vielleicht mit dem Team schaffen können. Nachdem ich das eben auch im zweiten Versuch nicht geschafft habe, wo ich es dann eben noch probiert habe mit ein paar anderen Mitteln, habe ich dann hier mein Arena-Team verwendet. Ja, genau. Und könnt euch das auch noch anschauen. Und ich erzähle dann später nochmal bei der vorletzten Note vielleicht ein bisschen was. Bis dahin, viel Spaß und bis dann. Ja, genau, man sieht es hier jetzt, ich hatte hier halt einfach ein bisschen Pech letzten Endes, beziehungsweise eben fehlendes Gear, fehlende Mods. Hier sind einfach die, hier ist das Entblößen, hat nicht getroffen, beziehungsweise eben, ich habe ja zum Teil nur eine Chance drauf, beziehungsweise eben muss die Effektivität greifen, die hat nicht gegriffen und dann kommt es eben dazu, dass das Team dann ab dem Moment nicht mehr funktioniert. Genau, nachdem jetzt hier der Zähigkeitsbuff gekommen ist, Zähigkeit ist natürlich auch, ich sag mal, eher kontraproduktiv bei dem Team. Deswegen habe ich mich daran entschieden, eben umzuswitchen. Eventuell, jetzt wo ich mir den Kampf im Nachhinein nochmal betrachte, vielleicht hätte ich es schaffen können, aber ich habe mich dann doch für den leichteren Weg entschieden. We'll be right back.
Genau, hier hat man jetzt, hier habe ich das jetzt eben das Prinzip mit als erstes Smokescreen verwenden von R2, das nicht gekontert werden kann und dann versucht, hier in dem Fall mit Count Dooku, der ja kontern kann, den dann eben mit Finns Spezialattacke zum einen entblößt, zum anderen gestunt, damit er dann eben nicht mehr kontern kann. Und bei dem Team sieht man das dann ganz schön, so schaut es eben sehr häufig auch dann aus, wenn man so die Team-Kombo hat, auch eben mit R2 unter anderem mit dabei, dass hier das komplette gegnerische Team eben gestunt ist. Habe ich kurz überlegt, ob ich nochmal den Torn verwende, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich einfach gesagt habe, ich weiß nicht, ob es klappt, dass ich nochmal genug Entblößen sozusagen bekomme. Deswegen bin ich hier auf Nummer sicher gegangen. Das komplette gegnerische Team ist gestunt, das heißt, mir kann hier eigentlich eh nicht viel passieren. Selbst wenn sie die Runde beenden können, müssen sie ja wieder die volle Zugleiste aufbauen. Also werde ich hier von dem Team auch definitiv nicht mehr angegriffen. Und spare dann eben lieber den Taunt von Poe auf, dass ich ihn in der nächsten Runde einsetzen kann. Hier habe ich jetzt Leia als erstes ausgewählt mit dem Taunt, damit sie eben die Buff-Immunität bekommt, damit sie sich nicht tarnen kann. Und dann eben wieder das gleiche Spiel. Was im Galaktischen Krieg immer ein bisschen nervig ist, man hat ja im Galaktischen Krieg immer mal wieder Kylo als Gegner mit dabei. Kylo ist hier durchaus ein bisschen stressig, weil der ja durch sein Unique ist, das wenn mich nicht alles täuscht, durch prozentualen Schaden deutlich weniger Schaden bekommt. Das heißt, Kylo ist so ein bisschen nervig, bis man den, ich sag mal, runtergeklopft hat. Aber auch da im Endeffekt kein Problem, ihn halt dann einfach runter zu zergen. Nachdem ich hier gesehen habe, dass allein Vader dreimal Entblößen drauf hat, habe ich hier auch den Taunt nochmal verwendet, weil ich wusste, bis ich sozusagen in die nächste Runde komme, was da eh noch ein bisschen dauert, weil Kylo ja so zäh ist, habe ich hier gesagt, okay, klar, kann ich auch den Taunt nochmal verwenden, weil ich den ja auf jeden Fall bis in die nächste Runde wieder auf frei bekomme.
Genau, jetzt hier bei dem Team konnte ich dann hier eben wieder Smokescreen verwenden, um keine Konter mehr einzufangen. Dann hat es hier relativ gut funktioniert, dass insgesamt, ich glaube, 3 oder 4 Entblößen gekommen sind durch den Taunt von Poe. Was dann hier auch durchaus ganz praktisch gewesen ist, durch den ersten Crit, den ich gelandet hat, hat dann General Kenobi seinen Taunt, also getauntet. Und somit hatte ich dann 2 Gegner, bei denen ich eben das Entblößenspiel machen konnte. Durch Smokescreen hat ja in dem Fall Poe, den ich immer verwende, den ich immer auswähle als nicht getarnten, bekommt ja Weitblick. Das heißt, der erste Angriff auf ihn geht ins Leere. Das heißt, auch da wieder klappt es dann hier unterm Strich. Ich glaube, dass ich komplett ohne einen Hit von den Gegnern hier rausgekommen bin. Genau, und hier habe ich jetzt eben dann das Burn verwendet. Zum einen, dass eben die Entblößen auf den Gegnern, hier in dem Fall auf R2, wo es drauf gewesen ist, durch den Taunt sozusagen genutzt wird und dadurch Schaden kommt, um wieder die Cooldowns zu reduzieren und Zugleiste zu gewinnen. Und auch, dass alle einen Debuff drauf haben, für den Fall der Fälle, dass Chirrut zum Einsatz kommt, dass durch sein Spezial, wo er ja heilt und Zähigkeit buffen kann, Zähigkeit bufft aber nur dann, wenn keine Debuffs drauf sind. In dem Moment, wo Debuffs drauf sind, kommt eben nicht der Zähigkeitsbuff auf das Team drauf. Und nachdem ich nicht wusste, wie gut es klappt, habe ich mir gedacht, okay, sicher ist sicher, belegen wir mal alle mit Debuffs. Aber hier sieht man es, ich meine, das ist ja doch auch durchaus ein recht starkes Team, was ich hier gegen mich habe. Ich glaube, ein Zug kam von CLS und das war's. Und das, wenn ich überlege, dass ich hier zum Teil mit G7 und G8 spiele, ist das schon relativ beeindruckend, finde ich. Ja, ich glaube, das war jetzt auch im Endeffekt das Letzte, was ich hier in dem Video wirklich noch kommentieren möchte. Die nächste Note ist auch dann im Endeffekt nochmal, ich sag mal, ja, mittelmäßig gewesen, also nicht wirklich dramatisch. Das heißt, es ging dann eigentlich auch relativ gut. Für mich so als Fazit, Finn ist es definitiv wert, einen Zeta drauf zu tun. Ich freue mich auch, wenn ich Finn und auch den Widerstandstruppler auf 7 Sterne bekommen habe, um die mal im Raid zu spielen, weil ich weiß es von uns aus der Gilde, es gibt Leute, die haben mit dem Widerstandsteam angefangen im Raid. Da war es auch noch nicht wirklich stark ausgestattet und haben trotzdem schon in Phase 2 durchaus richtig ordentlich Schaden gemacht, eben auch immer im Verhältnis zu dem, was man an Gear drauf hat. Ich muss mal schauen, ich habe BB-8 jetzt auf 6 Sterne freigespielt, inzwischen habe den momentan auch auf G7, aber noch keine Mods drauf und noch sonst nichts gemacht. Sobald ich da ein bisschen weiter bin, werde ich auch mal schauen, dass ich mal BB-8 mit reinnehme. Ich werde dafür wahrscheinlich dann die Widerstandspilotin rausnehmen und dafür eben BB-8 reinnehmen. Vielleicht mache ich dann dazu noch mal ein weiteres Video. Muss ich mal gucken, wie sich, je nachdem wie es sich ergibt. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass euch das Video vielleicht auch weitergeholfen hat, vielleicht auch bei der Entscheidung, Finn das Zeta zu geben oder nicht. Wie gesagt, in meinen Augen definitiv hochinteressant. Ich denke, ich werde das Team auch bei den nächsten Territory Battles mal ausprobieren, mal in Phase 1 antesten. Phase 1 ist ja relativ einfach und je nachdem, wie gut ich mit dem Team hier durchkomme, werde ich es dann auch mal in den anderen Phasen spielen, um zu gucken, was mit dem Team von der Stärke her schon möglich ist. Ja, wenn ihr Fragen habt, immer gerne Kommentare her. Ansonsten bis zum nächsten Video und möge die Macht mit euch sein.
I try to envision the events that take place as individual elements. Combine all of these again as a whole. Which is why I have very bad handwriting. Yeah.